Ja, hallo Leute, hier ist der Lower Coach, Lord of Law of Attraction, das Universum, Gesetz der Anziehung, das, was du selbst aussendest mit deinen Gedanken, Gefühlen, Überzeugungen, erzeugt Vibrations. Dein Körper, deine Mitmenschen und deine Umwelt reagieren auf deine Vibrations. Was du siehst, das wirst du ernten. Und was du siehst, kannst du lernen zu steuern. Ich möchte dir heute die Liste ins Glück vorstellen. Mache dir eine Liste, wo du die Dinge hineinschreibst, wo es dir leicht fällt, dich gut zu fühlen dabei. Wo fühlst du dich leicht gut? Wenn du in deinem Bett liegst und dich wohlfühlst unter der warmen Decke, wenn du mit deinem Haustier spielst, wenn du deinem Hobby nachgehst, wenn du tanzen gehst, wenn du Musik hörst, wenn du in die Natur gehst, wenn du Sport betreibst, bei welchen Sportarten fühlst du dich leicht gut? Schreib die Liste auf. Fang mit den einfachsten Dingen an, wo es am einfachsten fällt. Vielleicht, wenn du dir einen guten Film anschaust, fühlst du dich gut, einen guten aufbauenden Film. Wenn du mit deinen Freunden und Freundinnen ausgehst, wenn du Urlaub machst, wenn du dich in deiner Fantasie verlierst, dir schöne Dinge ausmalst, wenn du schreibst oder ein gutes Buch liest, wenn du Gymnastik machst in der Früh, mach dir die Liste, wo es dir leicht fällt, dich gut zu fühlen. Dann fokussiere dich darauf. Schau, dass du mehr und mehr diese Dinge machst in deinem Alltag, dass du mehr und mehr diese Dinge einbaust zwischendurch, wo es dir leicht fällt, dich gut zu fühlen. Bau das irgendwie in deinen Alltag ein. Du kannst das sogar in deinen Job einbauen. Du kannst dich einmal eine Minute, und wenn es nur in der Mittagspause, hinsetzen und in deiner Fantasie die Dinge ausmalen, wo es dir leicht fällt, dass du dich gut fühlst. Du musst diesen Tätigkeiten gar nicht wirklich nachgehen. Du kannst dich in deiner Mittagspause ein paar Minuten hinsetzen, dir vorstellen, wie du mit deinem Hund spielst, wie du deinem Hobby nachgehst, wie du eine schöne Urlaubsreise machst. Fühle dich in deiner Fantasie hinein und mache die Dinge, fokussiere dich darauf. Deine Laune wird extrem davon profitieren, wenn du mehr und mehr die Dinge einbaust, wobei du dich gut fühlst. Es gibt viele Werkzeuge, womit du dich wieder besser fühlen kannst, wo du dein Leben wieder mehr in den Griff bekommst, wo du deine Träume lebst, wo du für Reichtum, Erfolg und Überfluss und Gesundheit sorgen kannst. Gerne helfe ich dir dabei und gebe dir diese Werkzeuge in die Hand, damit du selbst damit arbeiten kannst, damit du dein Traumhaus bauen kannst und in deinen Träumen leben kannst, deine Träume leben kannst, deine Träume entfalten kannst und immer mehr Freude im Leben hast. Melde dich, ich coache dich gerne ein paar Wochen. Ciao.